Jetzt sind in den letzten Wochen, Monaten tatsächlich einige Papiere veröffentlicht worden, zum Teil stark geschwärzt, aber immerhin aus der damaligen Zeit, aus der damaligen Entscheidungsfindung. Wie bewerten Sie das, was Sie jetzt dort lesen? Hat es Sie eigentlich in Ihren Vermutungen bestärkt, was in 2020 vor allem gegangen ist? War es vielleicht sogar noch viel schlimmer? Also als ich das von den Protokollen hörte, wo man ja gesagt hat, da ist nichts. Das haben die Leute ja im Robert-Koch-Institut, das sind ja gute Leute, habe ich immer gesagt. Ich kannte die auch zum Teil. Ich habe mir am Robert-Koch-Institut als Patientenvertreter auch noch mitgewirkt. Ich war da. Und ich kannte sie von früher als Abgeordnete. Das sind gute Leute. Und die haben ja zu Anfang auch gesagt, da ist nichts zu sehen, nicht mehr Kranke, nicht mehr in den Krankenhäusern. Das ist alles so. Und da war schon der Alarm. Und dann hat irgendjemand gesagt, das muss jetzt dringlicher gemacht werden. Und das ist das, was dann da geschwärzt war und so. Und die Bundesregierung sagt, das sei jemand aus dem Hause gewesen. Und da das überall in der Welt passierte, gleichzeitig passierte, muss das ist ja synchronisiert gewesen. Das ist ja nicht nur in Deutschland so plötzlich schwieriger und ernster gemacht worden. Das heißt, da muss irgendjemand sein, der in der Lage ist, überall gleichzeitig zu sagen, jetzt geht's los. Das hat aber mit der Pandemie nichts zu tun. Wir diskutieren aktuell über den neuen WHO-Pandemievertrag, über die internationalen Gesundheitsvorschriften. Im Moment konnten sich die Staaten noch nicht einigen, aber das werden sie ja möglicherweise noch tun. Glauben Sie, dass Corona oder sagen wir besser die Corona-Politik, dass sie eine Blaupause war für etwas, was wir jetzt noch viel häufiger erleben, oder gilt mal wieder das alte Motto, Geschichte wiederholt sich nicht? Ich habe das ja lange verfolgt, was die WHO so macht. Vogelgrippe, die Schweinegrippe. Und zwischendurch waren auch noch so kleine Episoden. Und ich habe immer gesehen, dass diese Institution korrupt ist. Das haben wir im Europarat amtlich gemacht. In dem Untersuchungsausschuss, den ich initiiert hatte damals. Und das hat nicht aufgehört. Das sind weiterhin eine Institution, die bezahlt wird von ihren Sponsoren, die auch staatliche Gelder kriegt, aber nicht, weil sie Gesundheit bekämpft, sondern weil sie die nationalen Pharmafirmen unterstützen. Deutschland war der größte Spender, als BioNTech die Geschäfte machen konnte. Und wenn jetzt die Abnehmpille plötzlich überall verkauft werden soll aus Dänemark, dann wird Dänemark sicherlich der WHO großzügige Spenden zukommen lassen. Also das ist alles zweckgebundene Mittel, und die WHO wird wie ein Marketinginstitut für die Industrie benutzt. Und jetzt hat sie noch mehr. Jetzt ist sie auch ein Institut, was uns Angst macht. Und zwar viel mehr als bei der Schweinegrippe, bei der Vogelgrippe. Und die Kontrollen sind ja viel, viel schärfer gewesen. Die Freiheitseinschränkungen sind schärfer gewesen. Und die haben uns so viel Angst gemacht, dass alle das mitmachen. Und es galten diese Regeln, die da jetzt verhandelt werden, noch nicht in der Form, wie sie jetzt verhandeln. Und es hat trotzdem geklappt, auch ohne diese Beschlüsse der Weltgesundheitsversammlung, auf die man jetzt wartet. Das heißt, das ganze Theater um diese Beschlüsse, das ist eigentlich... Ich finde es eine Ablenkung davon, dass wir bereits Regierungen überall haben, die da mitgemacht haben. Dass wir die Europäische Union haben, die das ganz intensiv als Public-Private Partnership mit der Privatwirtschaft, mit der Pharmaindustrie zusammen inszeniert hat und mitgemacht hat und verbreitet hat. Und die auch zum Beispiel diese One Health-Geschichte, die ja als Programm bei der WHO drinsteht, schon längst umsetzt. Wir untersuchen doch schon die Kläranlagen mit PCR-Tests, damit wir irgendwas finden können. Und in der Kläranlage findet man ja wirklich alles. Wie kommen wir jetzt aus, ich sag's mal salopp, dieser Geschichte wieder raus? Sie sagten, es spielt eigentlich gar keine Rolle, was die WHO macht, weil die Regierung und die Pharmafirmen, die tun es sowieso schon längst. Da könnte man es bloß vielleicht in einem etwas eleganteren internationalen Rahmen dann nochmal formulieren. Gibt es eine Möglichkeit, diesen, sagen wir mal, Zugriff von Staaten oder Regierungen im Bund mit Pharmafirmen überhaupt noch zu entkommen? Das Ganze ist ja sehr großräumig. Das Ganze wurde gleichzeitig auf der ganzen Welt begonnen. Einige Teile der Welt haben es nicht so mitgemacht. Aber in Europa flächendeckend, in Australien, Neuseeland, USA, überall wurde das befolgt. Und das heißt, da ist was vorbereitet gewesen, da ist was, das haben die Medien ja auch alle mitgemacht, die großen Medien und das, was, worauf man sich immer verlassen hatte, wenn man wissen wollte, was in der Welt passiert. Und das ist weiterhin in der Hand dieser Leute, die uns was in die Köpfe setzen. Und sie machen uns Angst mit dem Klimawandel, die machen uns Angst mit Kriegen.
Und überall werden wir in Angst gehalten. Und diese Angst ist die Begründung dafür, dass Maßnahmen jetzt und Regeln möglich sein müssen, die normalerweise mit dem Gesetz und mit unserer Verfassung oder mit Grundgesetz nicht vereinbart wären. Aber Sie sagen, wir sind im Krieg gegen die Viren. So wie Sie damals gesagt haben, im Krieg gegen den Terrorismus. Was ja auch Quatsch ist, denn Terroristen sind Verbrecher, die gehören ins Gefängnis, das ist aber kein Krieg. Nicht? Und wir im Krieg gegen die Viren ist eine Idee, ein Marketingtrick. Und, aber dieser Krieg, diese Biodefense-Maßnahmen und diese Emergency-Zulassung, weil Notlage, eine internationale Notlage eine Notlage von internationaler Tragweite, wie das hieß, das ist die Begründung dafür, dass die Bundeswehr plötzlich mit den sogenannten Impfstoffen ankam, dass das Militär eingesetzt wurde. Wir haben uns verteidigt, so hieß es, gegen Viren. Und das kann man, wenn man das so darstellt, dass es jetzt was ist, wo man sich verteidigen muss, wo also sogar das Militär mit einbezogen werden muss, dann sagen die Leute, ja, dann muss das ja wohl sein. Und dann sind die Gesetze und die Rechte und alles ist dann weg. Im Krieg gelten andere Gesetze und die haben Krieg gemacht. Leider gegen die eigene Bevölkerung. Manche sagen ja sogar, wir wissen, der oberste Chef, wenn man so will, des Krisenstabes in der Bundesregierung kam aus dem Militär. Das Gleiche war in Österreich, ich glaube in Portugal. Das Ganze war im Grunde gar keine politische, sondern eine Militäraktion. Es ist die Zulassung dieser Spritzen, die ist vorbereitet gewesen. Die Forschungsmittel für die Entwicklung dieser ganzen Technologie, der Biotechnologie, selbst die großen, die Gain-of-Function-Labore überall, werden bezahlt von Mitteln aus dem Defense-Haushalt, vom Department of Defense der USA. In der Ukraine, in Georgien, in Wuhan arbeiten sie mit den Chinesen zusammen ganz eng. Und da werden gefährliche Waffen hergestellt, weil man ja, der Feind könnte das ja auch machen. Also muss man da auch dann für die eigenen Leute Schutz und diese Impfung dagegen und so. Das ist die Begründung dafür. Und dann hat man was gemacht, dass man diese gefährlichen Sequenzen, die man sich da ausgedacht hat und zusammengebaut hat, die hat man dann in die Spritze getan und hat sie, weil die nämlich, die Viren können sich nicht so verbreiten, die killen ja ihre Wirte. Und das musste manchen Leuten schon direkt spritzen, sonst geht das nicht. Und das hat man gemacht unter dem Vorwand, sie schützen zu müssen vor etwas, was gar nicht da war. Wo der PCR-Test da war, aber kein Virus, der anders war als die Viren, die Jahre vorher da waren. Wo, habe ich meine Frage, wo sind die Beta-Coronaviren geblieben und die ganzen verschiedenen Varianten, die dann da einmal jetzt rauskommen, von 2003 aus Guangdong? Das waren doch ganz gefährliche SARS-Viren. Weshalb waren die plötzlich weg? Weshalb gab es da keine Varianten? Weshalb hat das Robert-Koch-Institut nicht mal untersucht, danach, ob das noch welche gibt oder ob die vielleicht wiederkommen, die haben ja gar nicht mehr über Coronaviren gesprochen. Das ist ein Feld gewesen, was plötzlich tabu war. Da gab es mal MERS, okay, da hat der Drosten seinen PCR-Test mal wieder ausprobiert. Und dann plötzlich gab es diese 201-Gespräche, wo ja praktisch schon eine Simulation geübt wurde und dann plötzlich ging es los. Und die Patente kann man auch nachgucken, wer das alles vorbereitet hat. Das ist so transparent wie nur was. Also die Leute müssen keine Angst haben vor Viren, aber sie müssen Angst haben davor, dass sie so blöd waren, das über Jahrzehnte lang laufen zu lassen. Sie müssen aufwachen, damit sowas nicht nochmal passiert. Und sie müssen die Leute auslachen, die uns Angst machen wollen mit irgendwelchen Viren, die da kommen. Wahrscheinlich funktioniert Angst machen ja irgendwie immer, also zumindest bei Corona hat es funktioniert. Es gab ja quasi panikartige Angstzustände in Teilen der Bevölkerung. Ja. Hätten Sie das gedacht, dass Menschen dann doch am Ende so leicht lenkbar sind? Ja, das waren sie vorher auch schon mit Angst. Mit Angst kann man Menschen lenken, ja. Man hat Menschen Angst gemacht vor allen möglichen Erkrankungen. Das nannte man Fearmongering. Das ist mit Angst Dinge verkaufen. Wenn ihr das nicht nehmt, werdet ihr krank. Die ganze Impfindustrie, die in den 60er Jahren entstanden ist, die lebt davon, dass ihr den Menschen Angst macht und ihr müsst euch impfen lassen, damit ihr das nicht kriegt. Das ist ein Trick, um gesunde Menschen mit Arzneimitteln für gesunde Menschen Arzneimittel anzuwenden, zu verkaufen. Da hat man den Markt gewaltig ausgeweitet. Die Pharma, das war eine geniale Idee, eine geniale Marketingidee von der Pharmaindustrie, zu sagen, wir können auch gesunden Menschen Arzneimittel verkaufen, wenn wir sagen, ihr könntet krank werden und wir haben da was dagegen. Und das nennt sich dann Impfung.
Ist das, letzte Frage, ist das, was wir jetzt als die aktuelle große Auseinandersetzung erleben, also der im Grunde traditionelle Krieg, der zum Teil wirkt wie im Ersten Weltkrieg, ist das ein Weg, ich sage mal, eine Unterbrechung dieses Pharmakrieges, weil es jetzt wieder mit sehr traditionellen Armeen zur Sache geht? Oder ist es die Vorbereitung im Grunde genommen einer Ausweitung? Es ist ja, sind so Konflikte, die so vor sich hinschwelen. Und jeder könnte da irgendwas machen, dass es beendet wird, Friedensverhandlungen oder irgendwie noch drastischer zeigen, dass er stärker ist oder was. Aber das scheint mir so, als wenn wir die ganze Zeit unter Spannung gehalten werden sollen. Und gleichzeitig entsorgt man die Waffen, die man nicht mehr braucht, wenn man andere Waffen hat, nämlich die Waffen mit den Medien, die Mind Control, dass man in die Köpfe der Menschen programmieren kann. Und wenn man den Menschen Angst machen kann und sie zu dem zwingt oder zu dem zwingen kann, was man von ihnen gerne möchte, wie sie sich verhalten sollen, dann braucht man keine Waffen. Das ist viel zu teuer und knallt so laut. Und kann man viel gesünder und viel einfacher mit dem Fernseher oder mit dem Handy machen. Kann man bei den Kindern schon erreichen, das, was man will. Propaganda ist eine der stärksten Waffen, die es gibt. Herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne.